Hallo, ich grüße euch. Es geht mir heute darum, euch auf die aktuelle Gefährdungslage hinzuweisen. Ich hatte es schon in vorhergehenden Artikeln angedeutet, um was es geht. Ich möchte es jetzt noch ein bisschen präziser formulieren. Und zwar geht es um die Aufarbeitung von einigen Skandalen zu Adrenochrom und zu Uranium-1. Und das könnt ihr mal bei Google eingeben, da kommen eine ganze Menge Informationen und Filme. Kann ich jetzt in der epischen Breite nicht darstellen. Ich möchte nur um die Auswirkungen und den Schutz davor deutlich machen. Worum geht es eigentlich? Hillary Clinton wird beschuldigt, atomwaffentechnische Unterlagen an Staaten weitergegeben zu haben, die unter einem sogenannten Embargo stehen. Unter anderem wurden nach dem derzeitigen Wissensstand Unterlagen an das koreanische Regime gegeben, obwohl das nicht korrekt ist, weil diese Unterlagen wurden von der CIA entwendet und dem Nordkoreaner zur Verfügung gestellt und er gleichzeitig erpresst damit irgendwelche, ja, ich sag mal so, Waffenentwicklungen oder so voranzutreiben. Nordkorea selber wollte das aber nicht, aber wie gesagt, Kim Un wurde erpresst von der CIA und man hat ihn dann sozusagen gezwungen und gefilmt, um sozusagen einen Kriegsgrund zu schaffen. Und Trump hat in letzter Sekunde eingegriffen. Das war auch der Grund, weshalb er runtergefahren ist und hat Kim Un sozusagen gewissermaßen befreit vom Druck der CIA, weil entsprechende Leute Aussagen gemacht haben und er, nachdem er nicht mehr unter Druck stand, hat dann im Prinzip gegengesteuert und sozusagen eine Vereinbarung getroffen, dass diese gefährliche Situation entschärft ist. Und das kommt jetzt als Bumerang zurück. Und nun muss man wissen, wer hat denn bei der ganzen Aktion vorbereitend mitgewirkt? Und da gehört die Bundesregierung mit dazu. Und das wird natürlich jetzt eine gefährliche Geschichte, weil anscheinend nicht nur der CIA verstrickt ist, sondern eben auch der Pnei-Brit. Und wir wissen ja, wer mit Pnei-Brit in engem Zusammenhang steht. Das ist Kohl, der ist inzwischen verstorben, und die Regierung Merkel. Ja. So, und dann ist auch klar, warum die Bundesregierung jetzt unbedingt dafür gestimmt hat, dass die Berateraffäre von der von der Leyen nicht aufgeklärt wird, weil dort massenhaft Geld versenkt worden ist, mit dem schwarze Kassen gefüllt worden sind. Also man kann sich ja klar vorstellen, dass McKinsey keine Militärberatung in dem Sinne gemacht hat, die wirklich die Bundesrepublik oder die Bundeswehr weitergebracht hat, sondern da ging es einfach darum, Mittel umzuleiten in schwarze Kassen. Und ist schon mal bezeichnend, dass die führenden Regierungsparteien verhindert haben, dass da eine Aufklärung kommt. Das sollte man unbedingt bei der Europawahl mit berücksichtigen. Und die einzigen, die überhaupt dagegen, also für die Aufklärung waren, war die AfD. Und die anderen haben alle versucht, das zu vertuschen. Also weiß man, dass in jeder von den etablierten Parteien Beteiligte von diesem Skandal sind, die also versucht haben, Nordkorea zu erpressen. Eine spannende Geschichte, das muss man natürlich mal sehen, wie das jetzt ausgeht. Also die Anhörung ist wohl um den 13. rum und es ist damit zu rechnen, dass am Wochenende einige False Flags passieren, um einen Ausnahmezustand hervorzurufen, um eben diese Anhörung zu verhindern. Und das macht die Gefahr aus. Und deswegen würde ich euch raten, hebt euer Geld von der Bank ab, weil es kann sein, dass es zu einem Blackout kommt. Also Terrorhandbuch, klar, der erste Aktion ist überall Strom abstellen, wenn irgendwelche Terrorakte sind. Und genau in dem Moment funktionieren weder Supermarktkassen noch irgendwelche Geldautomaten. Also zieht euer Geld runter. Seht zu, dass er das, was er nicht bar benötigt, in Edelmetall tauscht, so schnell es irgendwo geht. Also physisches Edelmetall, kein Papiergold. Dann würdet ihr den Crash erstmal so überstehen, weil das Gold selber den Wert nicht ändert. Im Gegenteil, es würde vielleicht um den Faktor 50 besser bewertet. Und natürlich mit dem Geld, wo ihr denkt, dass er einen Monat hinkommt, euch noch Nahrungsmittel besorgt, die sich lange halten, möglichst welche in Dosen. Es gibt weiterhin Hinweise darauf, dass der überhastete 5G-Ausbau nicht nur gesundheitliche Folgen hat, sondern ich sag mal, in panischer Eile durchgezogen wird, weil damit zu rechnen ist, dass es zum Drohnenangriff kommt, also dass bereits bestellte Kampfdrohnen eingesetzt werden sollen gegen die Bevölkerung. Und zwar nicht nur um Aufstände niederzuschlagen, sondern eben gezielte Tötungen auszuführen, um einen Bürgerkrieg hervorzurufen, weil ein Bürgerkrieg würde auch wieder dazu führen, dass eben diese kritischen
Sachen, die Anhörungen der Hillary Clinton und diese ganzen demokratischen Sumpf, Deep State, verhindert wird. Würde das rauskommen, würde im Prinzip die halbe Bundesregierung verhaftet werden müssen und dann wäre da die Frage, wer in den transatlantischen Bündnissen überall verstrickt ist, wo schwarze Kassen sind, wo Terror finanziert worden ist. Im Prinzip kann man den ganzen Rechnungspostenkampf gegen rechts als Terrorfinanzierung machen. Da sind Richter bestochen worden, da sind Verwaltungsangestellte bestochen worden. Es sind auch Verfahren gelaufen, dass Polizeier, die festgestellt haben, dass die Kriminalstatistik durch das Bundesinnenministerium bzw. auch das Landesinnenministerium von Bayern gefälscht worden sind. Die werden jetzt angeklagt und sollen des Dienstes entlassen werden, weil sie aufgedeckt haben, dass ihre Vorgesetzten die Kriminalstatistik fälschen. Ich habe so einen aktuellen Fall momentan in Betreuung. Und es ist also mit Schwerkriminellen und multikriminellen Elementen zu rechnen, die alles versuchen werden, um ihre erbärmliche Macht zu halten. Und das Einzige, was wir tun können, ist erstmal in erster Linie der Selbstschutz. Und dann in zweiter Linie, dass ihr alle noch vor der Europawahl euch die Rucksack-Bestätigung holt, damit wir nachweisen können, dass die Wählerverzeichnisse der Europawahl wieder mal gefälscht worden sind und viele drinnen stehen, die nicht wahlberechtigt sind, weil sie einfach die Anforderungen des Rucksack nicht erfüllen. Ich habe ja in ersten Teilen schon nachgewiesen, dass das Rucksack eine Fälschung ist. Wenn jemand in der Lage wäre, eine Zeitreise zu machen und auf dem Besen zu reiten, dann gehe ich ja mit, aber das kann offensichtlich niemand erbringen. Insofern kann man also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass das Ausfertigungsdatum des DAX unmöglich, eine rechtliche Unmöglichkeit ist und auch die Grenzen vom 31.12.1937 weder darstellbar noch umsetzbar sind, weil große Teile davon in Polen liegen. Wobei immer gesagt wird, Polen wäre rechtmäßig abgetretenes Gebiet, ist es nicht. Polen ist bis heute kein eigentlicher Staat im völkerrechtlichen Sinne, weil besetztes Gebiet, teils von Russland und natürlich auch begründet durch die Abtretung des russischen Mandats an Frankreich. Also insofern haben wir in vielen Staaten Europas keine souveräne Regierung und ähnlich auch geht es auch London. Ja, England ist zum Beispiel auch nicht voll souverän, weil sie keine volle Kontrolle über die Hauptstadt und über die Zentralbank haben. Das ist, seitdem es die City of London gibt, im Prinzip schon nicht erfüllt. Und ein souveräner Staat ist durchaus in der Lage, eigene staatliche Währung rauszugeben, die nicht von einer Zentralbank, von einer privaten Zentralbank kontrolliert wird. So, und dann kommen wir zu dem eigentlichen Problem. Die ganze Finanzkrise ist ja im Prinzip nur dadurch entstanden, dass man aus dem Nichts heraus Papiergeld erzeugt hat. So, jetzt muss man erstmal überlegen, was ist denn eigentlich Papiergeld? Das, was die meisten verstehen, wenn wir sagen, na, dann musst du dafür Geld bezahlen, ist, dass die daran denken, einen Euro in die Hand zu nehmen und sozusagen dort Waren und Dienstleistungen einzukaufen. Und da muss man erstmal verstanden haben, was ist denn eigentlich der Euro? Der Euro ist in dem Sinne ein Vertrag, ein Teil eines Vertrages über Kredite, die die Europäische Zentralbank herausgegeben wird. Das ist eine private Bank. Ne? Die gehört nicht irgendeinem Staat, sondern ist rein privat von internationalen Bankern. Und die haben sich damals in dem Bretton-Woods-Abkommen darauf geeinigt, das Geld aus dem Nichts heraus zu erzeugen. Also die schreiben einfach eine Zahl in den Computer und ein Teil davon wird als Geldscheine ausgegeben, ein Teil steht einfach nur als Buchgeld, als Zahl im Rechner drin. Ist nie durch Arbeit entstanden, sondern einfach nur durch Erzeugen. Also es wird einfach von den sogenannten Primary Dealern, das sind also speziell privilegierte Banken, Geld erzeugt aus dem Nichts, ohne dass da ein wirtschaftlicher Wert oder ein Gegenwert entsteht und damit werden reale Waren eingekauft. So. Solange wie die Geldmenge mit der Wertschöpfung und der Arbeit korreliert, ist das ja alles okay. Aber es ist eben um ein Vielfaches mehr solches Geld erzeugt worden im Vergleich dazu, was an Wirtschaftswachstum passiert ist. Und es ist auch deutlich mehr als das, was durch den normalen Umlauf an Verschleiß ersetzt werden muss, sondern man hat sich versucht, mit Schulden aus den Schulden zu drucken. Das heißt, man hat neue Schulden aufgenommen, also doppelte Verzinsung, um alte Schulden zu tilgen, weil man nicht in der Lage ist, die Wirtschaft so zum Laufen zu bringen, dass das mit normaler Arbeit und mit ehrlichem Verdienst ausgeglichen werden könnte. Und die Situation ist aber nicht erst seit den letzten Monaten, sondern ist im Prinzip schon seit der Gründung des Euros, weil die Loslösung, wie es früher bei der Bundesbank war,
eben gelöscht worden ist. Die Bundesbank hat ja immer nur die Geldmenge in einem, ich sag mal, im proportionalen Verhältnis zur Wirtschaftskraft ausgeweitet, und bei der EZB ist das nicht der Fall. Dort gibt es scheinbar keine Limits. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn die Geldmenge in der Summe, sagen wir mal, um das 500-fache größer ist als das, was man damit kaufen kann, dann ist klar, dass wenn der Erste im Prinzip in den Laden geht und sein ganzes Geld auf den Tisch wirft, schon so viel weggekauft worden ist, dass der Rest von der großen Meute im Prinzip komplett leer ausgeht. Und das bedeutet, dass das Geld, ähnlich wie wir es gesehen haben in Venezuela, im Prinzip ja, billiger ist als Klopapier, und man dann für einen Koffer voll Geld vielleicht 1 Meter Bindfaden kaufen kann. So, und das ist die Situation, in die wir haben. Und das hat die Gefahr, dass man verhungert, dass man seinen Besitzstand komplett verliert, dass man nichts mehr verkaufen kann, dass die Immobilienpreise ins Bodenlose stürzen und dass die Zinsen in astronomische Höhen steigen. Und wenn man sich überlegt, dass ein Häuslebauer 50 Jahre an seinem Häuslekredit abzahlt oder eben am Luxusauto oder am Smartphone, was auch immer, und wenn die Zinsen über die 25% pro Jahr drüber hinaus steigen, ist es klar, dass es dann zu einer flächendeckenden, ich sag mal, zu einem Raubzug kommt, der sämtliche Sachwerte absaugt, die in dem Land vorhanden sind, und dass dann für die Versorgung der Bevölkerung nichts mehr zur Verfügung steht. Man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass das ein natürlicher Vorgang ist, sondern genau das wurde geplant. Es wurde geplant, hier haufenweise Afrikaner reinzuschicken, die von den internationalen Bankern mit Geld ausgestattet werden, unter anderem auch durch den UNHCR, der so tut, als wäre eine Menschenrechtsorganisation, wird aber gesteuert durch sogenannte Landräuber, die darauf aus sind, Teile unseres Landes an internationale Investoren zu verzocken. Also das heißt, man schiebt also die sogenannten Flüchtlinge vor, gibt denen Geld, damit sie Grunderwerb haben. Die Politik tut denen unten in Afrika versprechen, dass sie unsere Häuser kriegen. Und die Deutschen stürzt man mit diesem False Flag und mit diesen Währungskrisen ins Unglück. Die können eigentlich nichts dafür. Im Prinzip ist die Regierung ja auch gar nicht gewählt, weil sie kann ja mit der deutschen Staatsangehörigkeit keine Regierungsverantwortung übernehmen, weil sie ja auf einer betrügerischen Staatsangehörigkeit aufsetzen. Also das gesamte Wahlsystem der Bundesrepublik, das wissen wir aus dem Video von 2008, wo ich zusammen mit dem Herrn Bengert beim Bundeswahlleiter gesessen habe und ihm deutlich gemacht habe, dass seine ganze Europawahl auf einer gefälschten Staatsangehörigkeit beruht. Das heißt, das Europaparlament nicht verfassungskonform besetzt ist. Wir haben da natürlich geschauspielert, kann man vorstellen, wir haben ein Pokerface gemacht, damit die Kameras nicht abgeschaltet werden. Aber der Herr Bengert hatte die Möglichkeit, den Text so zu erklären, dass der Bundeswahlleiter nur noch die Möglichkeit hatte zu lügen und trotzdem die Kamera weiterlief. Und am Ende ist das sehr gut ausgegangen. Ich habe da nochmal nachgelegt, habt ihr ja sicherlich im Video gesehen. Und es ist also seit 2008 bekannt, dass die deutsche Staatsangehörigkeit zu keiner Wahl eine gültige Staatsangehörigkeit ist. Und auch die AfD hat die ganzen Wahlanfechtungen, die wir dann im Nachgang gemacht haben, also zum Beispiel Bundestagswahl 2009, Landtagswahl 2009 in Sachsen, Landtagswahl 2014, 2009 in Thüringen angefochten. Die Bundestagswahl, die letzte ist angefochten, ist immer noch nicht bearbeitet. Ich habe noch kein Schriftstück gesehen, was da an mich rausgegangen ist. Ich habe nichts gekriegt. Obwohl die Wahlanfechtung noch nicht behandelt worden ist, machen die Gesetze, ist also völlig absurd, was hier läuft. Und wir sind jetzt also so weit, dass wir jetzt den eurokritischen Regierungsbeamten und Politikern erklären, was mit der deutschen Staatsangehörigkeit und der Besetzung des Europaparlaments ist, weil wir keine andere Möglichkeit sehen, das ganze Unrecht gegen ehrliche Leute in dem Land, die auf die Missstände hinweisen, die Verfolgung zu beenden, dass Richter Protokolle fälschen. Das haben wir also in sehr vielen Fällen nachgewiesen, dass also Richter regelrecht Gerichtsprotokolle fälschen und dass Wahlbehörden unter Zeugen, also waren wir 4 Zeugen, die das gesehen haben, darüber abstimmen, Wahlanfechtung aus dem Protokoll zu streichen. Das geht nicht. Es muss, wenn eine Wahlanfechtung ist, muss es ins Protokoll rein. Die können zwar ihre Meinung bilden, dass sie das nicht ernst nehmen, aber man muss es erst mal im Protokoll reinschreiben. So, und es wird also dann
darüber abgestimmt, genau den Wahleinspruch zu löschen. Und damit wird er auch gar nicht geprüft. Und das ist der Betrug, der also hier mit der OB Ludwig in Chemnitz passiert ist und wo auch Maaßen wusste, dass sie nicht rechtmäßig im Amt ist, also bis zum heutigen Tag nicht rechtmäßig. Weil es gab eine Anfechtung des Wählerverzeichnisses und es gab eine Anfechtung bezüglich der deutschen Staatsangehörigkeit und Gemeindereformen ohne Volksentscheid. Das ist nach Artikel 29 Absatz 8 nicht zulässig. Ja, und damit ist die ganze Wahl ungültig und wir haben also dann daraufhin am 15.12., nee, 15.10.2017 eine Verwässerwahl gemacht, haben Verwässer eingesetzt, damit man erstmal überhaupt die deutsche Staatsangehörigkeit beweisen, also den Nachweis führen kann, dass die deutsche Staatsangehörigkeit eine Lüge ist und eine Fälschung und dass nach wie vor immer noch die Rustag-Staatsangehörigkeit die einzige wäre, mit der man überhaupt eine Wahl machen könnte. Man müsste es aber nach den Regeln des Staates machen und da sind nur einige Bundesstaaten, die überhaupt noch ein Frauenwahlrecht haben. Insofern wissen wir, dass seit 27.10.1918 oder seit 28.10.1918 also keine gültige Wahl zustande gekommen sein kann. So, da kann man sich vorstellen, dass natürlich, wenn das rauskommt, sämtliche Haushaltsbeschlüsse ungültig wären. Also von 1918, 19 angefangen bis zum heutigen Tage, inklusive Versailler Vertrag, der fällt um, inklusive Weimarer Reichsverfassung, inklusive alle Freistaatenverfassungen, die die Weimarer Reichsverfassung eingebunden haben, also die sächsische und die bayerische fällt um. Ja, und dann kann man sich vorstellen, was das dann für Blasen zieht. Die ganzen Verträge mit der NATO, mit der Wiedervereinigung, ist alles dann ungültig. So, und das macht natürlich, das gibt ein Finanzbeben, was nicht mehr durch die Börse ausgeglichen werden kann. Angefangen hat ja der ganze Streit, ich schätze mal mit 700, 800 D-Mark, die damals durch die Chemnitzer Behörden nicht bewilligt worden sind, obwohl sie uns zugestanden haben, es war eine Entschädigung für Schaden, die sie angerichtet haben. Das hat sich dann ausgeweitet bis 250.000 Euro durch Zinsen und durch Gerichtsverfahren und so weiter. Und es wird immer mehr. Und ich schätze mal, wir sind, haben im nächsten Jahr, wenn dann die weiteren Verfahren, das wird ja immer weiter und immer schlimmer, da kommen wir an die Millionen ran und dann wollen wir mal schauen, wenn das gesamte Ding zusammenfällt. Ja, und wir haben also aufgrund dessen, dass wir nur 20 Jahre an dem geforscht ist, rauszukriegen, was denn mit der Bundesrepublik hier nicht stimmt, so viel zusammengetragen, dass die Beweislage halt erdrückend ist. Ja. Und hätte man damals rechtzeitig reagiert und rechtzeitig für Entscheidungen gesorgt, das Unrecht rückabzuwickeln, wären wir vielleicht heute in einem Stand. Da kann man sagen, ja, das ist vielleicht Glück im Unglück. Das Problem ist aber, dass sie in der Zwischenzeit weitergemacht haben, das verschlimmert haben. Hier haben Ausländer reingeschafft haben. Wir hätten keine Ausländerkrise, wenn damals die Wahl schon mal 2008 nach der Entscheidung in Karlsruhe ordentlich korrigiert worden wäre. Also auch die Römerwahl 2009 ist schon eine gefälschte gewesen, weil dort eine gefälschte Kandidatenliste eingereicht worden ist. Da gibt es auch einen Gerichtsbeschluss dazu. Auch da wurde der Bundeswahlleiter angerufen, hat es auch bis heute nicht korrigiert. Insofern sind die ganzen Verträge für die Rettungsschirme, also genauso, ja, kann man die in die Tonne klappen, weil sie, wie gesagt, von den Falschen unterzeichnet worden sind. Und Staatsverträge müssen grundsätzlich nach Artikel 17 der Verfassung vom Kaiser ausgefertigt werden. Und der Kaiser hat die letzte Amtshandlung am 27.10.1918 gemacht. Das weiß man ziemlich sicher. Also die Verfassungsänderung vom 28.10. ist schon mal nicht ausgefertigt. Und Max von Baden war aufgrund des Geständnisses der Beteiligung am Mordkomplott vom Kaiser schon mal eine Unterschrift befugt. Also seine Unterschrift unter dem Versailler Vertrag fällt auf jeden Fall auf den Rücken. Ebenso die von den Reichskanzlern. Ebert ist ja auch beteiligt gewesen an der Fälschung der Abdankungsurkunden. Also insofern ist nichts mehr gültig, was ab 28.10.1918 0 Uhr passiert ist. Und da muss man dann eine juristische Sekunde zurücksetzen. Also wäre dann das, was noch staatlich und gültig wäre, am 27.10.1918, 23:09, 59 Sekunden, Millisekunden gibt es nicht. Also das Datum kann man ziemlich exakt bestimmen, weil völkerrechtlich und lehensrechtlich immer der ganze Tag zum Putsch gehört, weil die Kontrolle über die Hauptstadt und über das Staatsgebiet verloren geht. Ja, gut, also wie gesagt,
deckt euch ein mit Nahrungsmitteln, sorgt dafür, dass ihr hauptsächlich Konserven kauft, die in einer Blechdose sind, die also auch, sagen wir mal, einen Bürgerkrieg überleben würde. Man muss sich ja vorstellen, dass dann auch scharf geschossen wird, dass es Druckwellen gibt und da zerplatzen Gläser. Auch diese Plastikflaschen sind nicht sicher, weil es wahrscheinlich dann auch zu Funkenflug und Bränden kommt und ähnliche Dinge. Also das, was wirklich sicher ist und vor allen Dingen auch gegen möglicherweise eingesetzte Kampfstoffe sicher ist, ist also alles nur das, was in Blechdosen ist. Insofern ist schon erstaunlich, dass Irrmeier in seinen Büchern das schon beschrieben hat, wie das hier möglicherweise ablaufen kann. Da ist auch über diesen gelben Streifen, den er da beschreibt, einiges niedergeschrieben, das also auf Einsatz von Drohnen und Kampfstoffen hindeutet. Die sogenannten Todeseier solltet ihr unbedingt euch mal durchlesen. Kann man im Internet alles noch gucken. Gibt es auch ein Buch von ihm, ich sehe es ganz deutlich. Und wir merken heute, wie schlimm und wie weit fortgeschritten eben diese Verschwörung gegen das deutsche Volk ist, wer da alles beteiligt ist. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass das, was jetzt an 5G installiert wird, wo Bäume gefällt haben, wo irgendwelche Pilzsporen erfunden wurden, wobei man vermuten kann, dass sie eben mit den Chemtrails abgesprüht worden sind, um das Holz, um den Grund zu liefern, die abzuholzen. Dass aber die Infrastruktur für dieses 5G benutzt wird, um den Drohnenkrieg gegen die Bevölkerung zu führen. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wenn ihr die ersten paar Teile von dem Christchurch-Video euch mal angeguckt habt, auch die ersten paar Teile, die ich da dazu noch ausgeführt habe, dann könnt ihr euch vorstellen, dass also noch vor der Anhörung von Hillary Clinton mit weiteren solchen Anschlägen zu rechnen ist. Und des Weiteren ist in den USA jetzt ein Fall aufgetaucht, wo Drogendealer dabei erwischt worden sind, dass sie radioaktive Substanzen von Mexiko noch in die USA geschleust haben, also um dort eine schmutzige Bombe zu bauen. Also Drogendealer haben also nicht nur Drogen geschmuggelt, sondern eben auch Salze von radioaktiven Stoffen, die also auch radioaktiv sind. Und das in die USA geschafft und damit versucht man also dort da Bomben zu bauen, dort das Zeug dort rein und das führt zu einer großflächigen radioaktiven Verstrahlung. Und das ist nicht nur in den USA, sondern auch in der Bundesrepublik das Problem, dass da solche Untergrundgruppen solche Dinger bauen. Und da kann man, davor kann man sich nicht schützen. Ja? Wenn das so ist, dann müssten große Gebiete evakuiert werden. Ihr könnt euch ja mal die Videos von Tschernobyl nochmal angucken. Ich habe mir das gestern auch nochmal reingezogen, was da an organisatorischen Katastrophen uns noch bevorsteht, weil tagelang nichts unternommen wird, also sozusagen eine Schockstarre entsteht und die Notfallpläne so aussehen, dass man die Hälfte der Bevölkerung opfern will. Ja, und das schon alleine derjenige, der diese Pläne gemacht hat, der gehört eingesperrt dafür. Wir hoffen, dass es friedlich bleibt, aber ich wollte diese Warnung heute noch rausgeben. Ich habe schon ein paar Tagen vorher schon versucht, das Video zu machen. Gab es immer wieder technische Probleme und wir haben das jetzt erstmal im Kasten. Wenn es neue Entwicklungen gibt, würde ich gerne noch ein Video nachschieben, aber wir müssen davon ausgehen, dass das Internet abgeschalten wird, weil eben der Strom gekappt wird. Man braucht sich bloß mal die Terrorhandbücher angucken, die von verschiedenen Behörden der USA veröffentlicht worden sind. Dort ist immer zuerst die Stromabschaltung, ja, weil sie damit versuchen, dann die Auswirkungen einzudämmen, aber die richten damit eigentlich den großen Schaden an. Ja, wenn der Strom abgeschaltet wird, geht gar nichts mehr und keine Kassen, keine Geldautomaten, alles dann nicht mehr möglich. Auch die Krankenhäuser haben nicht unbegrenzt die Möglichkeit, Notstrom zu nutzen. So, und da müsst ihr euch darauf einstellen. Also irgendwelche Operationen, die in den nächsten Tagen angesetzt sind, die würde ich also da lieber nicht machen. So. Besorgt euch alles, was ihr braucht, um 6 Wochen über die Runden zu kommen. Und wir hoffen, dass selbst dann, wenn es zum Großterror käme, also Tempelberg-Einsturz oder irgendeine große Bombe in Berlin, dann ist sowieso ewig Chaos und dann müsst ihr die 6 Wochen durch Selbstversorgung überbrücken. Und da kann man nur darauf hoffen, dass eben die patriotischen Kräfte zusammenhalten. Deswegen hatte ich gesagt, hört bitte auf mit den ganzen Experimenten, die nichts bringen. Die einzige Möglichkeit ist, eben an dem benannten Datum einzusteigen und mit dieser Gesetzgebung weiterzumachen, wo wir 100% wissen, dass sie korrekt ist.
und alles andere, habe ich gerade hergeleitet, führt dazu, dass es das Chaos ausweitet, dass es die patriotische Bewegung spaltet und dass ich irgendwann keine Stimme mehr habe, um euch das alles noch zu übermitteln, weil momentan meine Stimme gerade angegriffen ist, eben weil dieser Reizhusten durch die Sprüherei zugenommen hat. So, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich werde dann vielleicht morgen oder übermorgen nochmal ein Video machen. Dankeschön.